Erster Versuch und 20. Blitz. Ware mit Zeit, geht über die Mitte. Oh, ist herrlich. Etwas zu hoch der Ball. Natürlich ein bisschen hoch geworfen. Aber auf der anderen Seite Andre Roan, der hat gezeigt, dass er diese Bälle fangen kann. Und jetzt, wo es drauf ankommt, der muss er ihn fangen. Natürlich wirft da Andre Roan keinen ganz perfekten Pass. Aber Roan ist frei. Und den kann er haben. Ja, mit den Händen dran. Das heißt, den kann er auch fangen. So also noch immer 20 Yards zu gehen. Zweiter Versuch. Wieder das Passspiel, wieder über die Mitte. Oh, super Pass und diesmal wirklich präzise geworfen von Andre Ware. Das ist so ein bisschen seine Schwäche gewesen in den letzten Jahren. Die Wurfkraft ist da, aber er wirft oft zu unpräzise. Aber den Ball hier legt er wirklich genau in den Lauf von Tyrone Taylor. Und Taylor kommt in die Nähe eines First Downs. Und die Schiedsrichter schauen sich das gerade an, lassen nachmessen, ob es gereicht hat für einen neuen ersten Versuch. Wenn nicht, ist es dritter Versuch und ganz kurz für Berlin Panda. Nein, eine Balllänge fehlt. Aber trotzdem natürlich ein Big Play für Berlin. Ein Big Play von Andre Ware beim zweiten Versuch und 20. Holt er 19 Yards mit einem Versuch zurück. Und da sehen wir seine Bilanz. 14 von 24 für 159 Yards. Kein Touchdown, aber auch keine Interception. Und eben in einen erlaufenen Touchdown. Also alles in allem auf jeden Fall eine gute Leistung von Andre Ware. Aber jetzt kommt es drauf an. Jetzt geht's um alles. Let's go zero. P12 wedge on 1. Mal sehen, was passiert. Wird er alleine gehen oder wird er über die 45 gehen, über Watson? Blue 80! Watson rutscht aus, kommt dann wieder hoch und wirft sich noch zum First Down. Aber das war eng. Ja, jetzt auf einmal, nachdem das Publikum hier getobt hat, ist es still geworden im Waldstadion. Der Ball liegt an der Mittellinie. Aber jetzt kommen die Zuschauer wieder, feuern die Verteidigung an. Ja, das war natürlich enorm schwer zu verteidigen. Und da weiß natürlich die Defense das. Der Lauf kommt entweder vom Quarterback oder vom Running Back. Aber trotzdem, mit dem einen Meter, der da zu gehen ist. Enorm schwer für die Niederlande. Watson bricht einen, nicht den zweiten Tackle. Ja, da hat die Galaxy geblitzt von ihrer linken Abwehrseite. Genau auf die Seite ging dann der Lauf, da war ein bisschen Platz. Und Berlin macht es jetzt ganz clever, die Uhr läuft runter. Berlin versucht den Raum per Lauf zu erreichen, denn ihnen reichen ja 3 Punkte, um diese Partie zu gewinnen. Also ein Field Goal für Berlin Panda könnte für die Entscheidung sorgen. An der 47-Yard-Linie. Zweiter Versuch und 7. Ware will passen, wird passen, bringt den Ball an. Heckenbach mit dem Fang. Natürlich nicht Heckenbach. Mit Mike Bowman. Die erste Aktion von ihm. Schauen wir noch mal hin. Das ist natürlich ein Spieler, bei dem die Frankfurt Galaxy aufpassen muss, dass er nicht tief geht. Der Cornerback gibt ihm also Respekt. Und gute Aktion von Andre Ware, nimmt da den Hit, bleibt aber trotzdem stehen bis zur letzten Sekunde. Wirft den Pass auf die Nummer, steckt dann den Hit ein fürs Team. Ein neues First Down für Berlin. Schon an der 32-Yard-Linie. Laufspiel gestoppt von Frankfurt. Und der Ball ist frei. Der Ball ist hoch. Und Ballbesitz Frankfurt. Derek Stride, der Linebacker, mit der 58. Da dachte jeder schon, der Spielzug ist gelaufen. Jetzt holen die Schiedsrichter sich nochmal zusammen. Es wird beraten. Oh, was wäre das bitter. Das war Edwin Watson, der so gut gespielt hatte bisher. Ja.
Schauen wir doch mal hin. Watson bekommt den Ball von Ware. Da kommt der Hit und er hat den Ball schon vorher verloren. Ganz klar. Und gut aufgepasst von Derek Stry. Der dann allerdings leichtsinnig wird und den Ball verliert. Watson hier, der erste Hit ist es, der den Ball freischlägt. Und das ist der Mann mit der 73, der den Fumble verursacht hat. Denal Brown, der Defensive Tackle und Ballbesitz für Frankfurt. An der eigenen 43-Yard-Linie. Jetzt probieren sie es natürlich auch mit dem Lauf, wollen die Uhr runterspielen. 2:55 noch zu spielen. Ja, jetzt gilt es natürlich für die Berliner Verteidigung. Was hat Head Coach Dick Curl noch zu gesagt zu seinem Quarterback gerade eben? Make first downs. 1, 2, 3 first downs müssen her, dann ist dieses Spiel gewonnen. Auf jeden Fall zwingt man dazu, Berlin dazu, Auszeiten zu nehmen und nimmt ihnen eben die Möglichkeit, am Schluss noch einen langen Drive hinzulegen. Black, ready, break. Black, black, black. What is it? Vernon Strickland. Right. Sortiert seine Abwehr. Zweiter Versuch und 6. Laufspiel von Frankfurt. Kein Durchkommen. Hat Ronnie Strickland gut gemacht. Kurz vor dem Two-Minute-Warning. Stoppen sie. Frankfurt. Ja, und sie stoppen auch die Uhr. Ganz gute Überlegung. Man nimmt jetzt eine Auszeit, dann hat Galaxy noch einen Spielzug und dann kommt das Two-Minute-Warning und dann bleibt die Uhr wieder stehen. Und wenn man Galaxy eben jetzt stoppt bei diesem relativ langen dritten Versuch, dann bekommt man mit 2 Minuten auf die Uhr den Ball zurück. Aber Berlin hat eben wirklich alles nach vorne gezogen. I need to see the head official. Bei diesem Spielzug, was man nach vorne ziehen konnte, sie haben den Lauf erwartet. Und da war nur noch ein Safety tief. West Chandler fordert den Head Official. So, Galaxy jetzt mit einem dritten Versuch. Und wenn die Berliner Glück haben, Galaxy wirft einen schnellen Pass, dann wäre es sogar möglich, dass die Frankfurter vor dem Two-Minute-Warning schon zum Pump bereit sein müssen, denn nach einem unvollständigen Pass hält er die Uhr an. Berlin nur noch mit einem Timeout und dem Two-Minute-Warning. Viel Zeit, viel Zeit für Frankfurt. Jetzt muss er den Ball anbringen. Und außerhalb des Felds. Die kann nicht als gefangen zählen. Er berührt ihn innerhalb des Feldes, aber den Ball sicher hat er erst außerhalb des Feldes. Oh, was für eine wichtige Aktion. Barnes legt den Ball in den Lauf. Aber Berlin bekommt den Ball zurück. Ist bereit. Er wird den Ball zu den Berliner panten. Ganz wichtig aus Frankfurter Sicht natürlich, dass jetzt der Punt nicht geblockt wird, aber genau darauf haben die Berliner natürlich abgesehen. Und auf der anderen Seite muss man natürlich einen guten Punt-Return verhindern. Der Regen im Frankfurter Waldstadion wird stärker. Jetzt der Punt. Flagge. Da kommt die Flagge. Es sah so aus, als wenn er Fair Catch angezeigt hat. Ganz kurz den Arm oben gehabt und dann doch gegangen ist. Mike Bowman. Er ist ein bisschen frustriert, mit viel Lob in diese Begegnung gegangen, hat noch einen Catch nur gehabt. We have a delay of game. On the receiving team, player signaled for a fair catch and then ran. 5-yard penalty, first down. Volle Punktzahl. Da also war hier. So natürlich nicht, Herr Bowman. Und Berlin jetzt in denkbar ungünstiger Ausgangsposition. An der eigenen 10-Yard-Linie 1:49 zu spielen. Berlin hat nur noch eine Auszeit, der Pass auf Heckenbach, aber vergessen wir nicht, Berlin braucht nur einen Punkt, das heißt ein Field Goal reicht natürlich für den Sieg, das heißt der Ball so etwa an der 30-Yard-Linie der Galaxy platziert, könnte genug sein für Berlin. Jetzt wird es natürlich richtig laut, No Huddle Offense bei den Berlinern.
Ware geht über die Mitte. Oi. Keine Fahne für Andre Rowe. Tja, das war eine knappe Sache. Es sah so aus, als hätte ein guter Passer den Receiver finden können. Aber Ware hat es natürlich jetzt auch immer schwieriger, dadurch, dass es regnet. Da ist es schwerer, den Ball festzuhalten und wirklich präzise Pässe anzubringen. Und dritter Versuch und 5. Wieder 4 Receiver, ein Single Back. Ware wird werfen. Er geht nach links außen und auch. Oh, ein bisschen zu weit. Tyrone Taylor fliegt, aber hat keine Chance. Der Ball ist natürlich auch glitschig. Jetzt regnet es richtig stark. Schwer zu fangen, auf jeden Fall. Schwer zu fangen, aber Ware hatte genau das, was er wollte. Er hatte Tyrone Taylor für einen Moment frei. Und ja, ich denke, da müssen sich Quarterback und Receiver die Schuld teilen. Den hätte man natürlich auch ein bisschen besser werfen können. Jetzt wird's richtig laut. Vierter Versuch. Berlin braucht einen First Down. Sonst ist das Spiel fast gelaufen. Ware wird wieder werfen und das ist kein Schuss. Unvollständig. Keine Flagge auf dem Spielfeld. Das sollte es gewesen sein. 1:05 noch zu spielen. Eine Auszeit nur noch bei Berlin. Das heißt, die Frankfurter können die Sache hier auslaufen. Tja, Andre Ware hat es nicht geschafft, sein Team zum Sieg. Alles ist aufgegangen für den Mann, für den Köln. Es verabschiedet sich Andreas Renner und Markus Reinke. Andreas, bis morgen dann, bei guter Zapf. Sorry, buddy. Yeah.